this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend am 29. Juli, Sonntagabend, wieder zusammen mit Viktor, der die Aufgabe auf sich genommen hat, das Buch Hinter den Diktatoren zu übersetzen und das bis jetzt ja auch wunderbar gemacht hat. Und wir haben uns heute Abend hier eingefunden, um die vierte Lesung des zweiten Kapitels zu machen. Also wenn mir jemand vorher erzählt hätte, Jörg, du brauchst mehr als vier Lesungen, um das zweite Kapitel, die Protokollen der Weisen von Zion, durchzuarbeiten, dann hätte ich ihm einen Vogel gezeigt. Das ist ja nur 6 Seiten lang in der Übersetzung und als ich das im englischen Original gemacht habe, habe ich weniger als 1 Stunde gebraucht. Und da kann man mal sehen, wie man sich eben manchmal hier und da auch ein bisschen verfranst. Und das liegt nun nicht daran, dass ich einen Gast hier habe, weil mit dem quatsche ich ja gar nicht mal allzu viel. Der schweigt ja viel zu viel, finde ich. Nein, es geht darum, dass einem so viele Dinge einfallen, die man auch noch sagen muss daneben. Und wenn ich mir dann so die Berichte angucke, die Kommentare, die ich bekommen habe auf die ersten Videos davon, ich habe den ersten Teil jetzt gestern hochgeladen, am Samstag, am Sabbat, und was da an Kommentaren reingekommen ist, meine Fresse, da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Da wird mir teilweise nur noch schlecht. Leute, die die Wahrheit ablehnen, wenn man ihnen das unter die Nase reibt, die einfach nicht bereit sind, mal außerhalb der Box zu denken, in die sie reingeboren wurden, die nicht bereit sind, auch mal andere Studien zu akzeptieren. Ich verstehe das irgendwo nicht, weil wir haben jetzt gerade eben im letzten Mal durchgelesen, wie die Protokolle von Zion aufgebaut sind, welches ihre Ziele sind, mehr oder weniger. Und wir haben bei jedem einzelnen Ziel feststellen können, dass das genau das Gleiche ist, was Alice Bailey unter anderem in den 10 satanischen Geboten von der United Nations in der Externalization of the Hierarchy rausgearbeitet hat und was genau die gleichen Ziele sind der Jesuiten, wenn man ihren Schwur durchliest. Aber manche Leute glauben die Wahrheit nicht, dass man sie mit der Nase da richtig reindrückt, wie in so einen bestimmten Haufen. Dann glauben sie auch noch nicht, dass es das ist, obwohl es so aussieht, obwohl es so riecht. Aber sie glauben, dass es das noch immer nicht ist. Selbst wenn es schmeckt, dann glauben sie es manchmal noch nicht. Also manche Leute sind eben nicht zu überzeugen. Und denen wünsche ich dann viel Glück auf ihrer Reise. Die anderen, die sich ein bisschen offener aufstellen und die diese Videos schätzen und die Arbeit, die wir damit machen, schätzen auf der einen Seite und die sich auch selber die Arbeit machen, ein wenig weitergehende Studien zu machen außerhalb des Mainstream. Weil in dem Mainstream kann man eben nicht erwarten, dass man die korrekten Informationen bekommt. Und wenn man außerhalb des Mainstreams sich informiert, dann muss man auch sehen, bei wem man sich da informiert. Das ist eben gar nicht alles so leicht. Und deswegen habe ich es mir auch nicht leicht gemacht und nehme es nicht auf die leichte Schulter, dieses Thema der Protokolle der Weisen von Zion hier zu bearbeiten. Und deswegen dauert das eben ein paar Sitzungen und damit sogar ein paar Stunden. Aber was man so einmal macht, Entschuldigung, das kann man besser gründlich machen. So, jetzt bin ich schon ein paar Minuten am Quatschen und habe noch nicht mal meinen Gast Viktor an Skype vorgestellt, der in Hamburg sehnsüchtig darauf wartet, auch mal eben sein Hallo und Moin Moin sagen zu können. Viktor, herzlich willkommen zur Sendung heute. Ich hoffe, es geht dir gut und wie gesagt, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend nach Hamburg. Ja, hallo, Moin Moin und einen schönen guten Abend nach Belgien. Ja, freue mich wieder dabei zu sein und ja, ich versuche da mal ein paar mehr Kommentare mal mit einzufügen diesmal. Ja, je nachdem, wie es dann läuft. Ich glaube, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wir sind jetzt bei der dritten Lesung von dem zweiten Kapitel, glaube ich, ne? Das müsste die vierte Lesung sein heute. Ach so. Nee, dann, ja, bist du sicher? Ich hatte mich nämlich noch gerade nochmal geprüft und ich glaube, wir sind jetzt bei der dritten. Aber spielt jetzt ja auch keine Rolle. Ich schaue es mal eben nach. Videos. Wo ist denn das hier? Hinter den Diktatoren, Video 2.2, 2.1, 2.2, ah ja, 3, richtig, das ist die dritte Sendung heute. Ja, das geht dann ja noch. Ja, siehst du, haben wir es auch noch kurz und bündig, doch auch, denke ich, in der, ja, auch wenn es manchmal an ein oder anderer Stelle ein bisschen umfassender ist, aber also mir hat es bisher eigentlich sehr gut gefallen und ich denke auch vielleicht für den einen oder anderen sind da auch nochmal die, ja, wichtigen, nützlichen Informationen und Hintergründe, Zusammenhänge gut, ja, beschrieben und durchleuchtet. Ja, es gibt ja auch viele, die kommentiert haben, die sich sehr freuen darüber, diese Dinge zu erfahren, die bis jetzt keine Ahnung hatten von den Protokollen oder eben auch diese Protokollen den Juden zugerechnet hatten und die sagen von, ja, das, was du sagst, das macht eigentlich Sinn
Und vor allen Dingen macht das natürlich auch Sinn, wenn man das schaut oder wenn man das versteht durch die Brille der Bibel. Und das ist für mich ja eigentlich der wichtige Punkt, dass wir die Dinge durch die Brille der Bibel anschauen. Ich meine, schau, nur mal eben zur Einleitung. Ich meine, das ist ja, spielt ja nun keine Rolle, kann man mal eben 10 Minuten quatschen, bevor man anfängt zu lesen. Der Prophet Daniel hat verschiedene Prophezeiungen gegeben. Und der Prophet Daniel ist meines Erachtens einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Prophet des sogenannten Alten Testaments. Und seine Prophezeiungen in Kapitel 2, wo er dem König Nebukadnezar seinen Traum erklärt, und seine Prophezeiung aus Kapitel 7, wo er diese Deutung hat der 4 Tiere, die die 4 Königreiche darstellen, die noch auf der Welt sind, was eine andere Formulierung ist des Traums in Kapitel 2, der macht es ganz deutlich. Ab der babylonischen Gefangenschaft der Juden damals gibt es auf dieser Welt 4 heidnische Königreiche, die die Welt beherrschen. Und mit der Welt meinen wir vor allen Dingen in den ersten Königreichen die Welt, die damals die bekannte, bewohnte, sogenannte zwischen Anführungszeichen zivilisierte Welt war, das Abendland, wie wir es heute nennen, ja, das erst Babylon war mit dem Haupt aus Gold, dann Medo-Persien, das Babylon übernommen hat, das waren die Arme und Schulter aus Silber, und dann das griechische Königreich durch Alexander den Großen aufgerichtet, ein nicht sehr langes Königreich, aber ein sehr, sehr mächtiges Königreich. Das waren der Bauch und die Hüften aus Bronze oder Messing und dann die Beine aus Eisen, die das 4. Königreich darstellen, Rom. Und Rom in 2 verschiedenen Formen, nämlich einmal als heidnisches Rom und einmal als päpstliches Rom. Aber es ist Rom, das bis zum Ende regiert, wenn der Stein nicht ausgehauen mit Menschenhänden die Statue in den Füßen trifft und sie zerbröselt und der Staub von ihr weggeweht wird und dann dieser Stein ein weltumfassender Berg wird, ein Königreich, das nie vergeht. So steht es geschrieben. Hast du in der Aufzählung, die ich jetzt gerade gemacht habe, Viktor, gehört, dass da irgendwo von einem jüdischen Königreich die Sprache ist? Nee, definitiv nicht. Nee. Und das ist nicht, weil ich es ausgelassen habe, sondern weil es das nicht gibt. Also mit anderen Worten, die Juden haben keine Macht. Nun, jetzt sagen die Leute, ja, aber Jörg, da bist du ja total verkehrt, weil die Juden sitzen an diesen und diesen und diesen Schalthebeln. Ja, vielleicht ist der Ausdruck, dass sie keine Macht haben, ein wenig verkehrt. Aber man muss es halt so verstehen, dass wenn Leute an bestimmten Positionen gesetzt werden, also stell dir mal vor, ich bin der Eigentümer einer Firma. Und ich stelle einen Geschäftsführer ein. Hat der Geschäftsführer dann mehr Macht als ich? Hoffentlich nicht. Ja, normalerweise nicht, ne? Aber ich setze den da rein und jeder kennt den. Der ist das Aushängeschild der Firma. So, und genauso macht die römisch-katholische Kirche das mit all den Leuten, die sie brauchen und missbrauchen will. So macht sie das mit Juden und so macht sie das mit allen anderen auch, die irgendwas für sie bedeuten können. Sie stellt die Leute an die Front und verbirgt sich dahinter. Und natürlich gebrauchen sie die Juden. Und warum gebrauchen sie die Juden? Ich meine, das ist ein Gespräch, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil da kommen wir ganz zum Schluss in dieser Lesung. Im allerletzten Absatz gibt es ein paar wichtige Dinge, die wir besprechen müssen. Und dann blätter ich das alles auf, warum es für die römisch-katholische Kirche so wichtig ist, dass nicht nur die römisch-katholische Kirche die Juden hasst und verfolgt, was sie seit 2000 Jahren tut. Und übrigens, für all die Leute, die das bezweifeln, selbst Adolf Hitler hat es gesagt in einem Zitat: Ich tue doch nur, was die römisch-katholische Kirche seit 1500 Jahren macht, nur mache ich es effektvoller. Das sind die Worte von Adolf Hitler. Also, die römisch-katholische Kirche verfolgt die Juden, und zwar schon seit vor der Zeit von Jesus Christus. Ich meine, es steht doch geschrieben, dass der römische Statthalter damals in Judäa um die Zeit der Geburt Jesu Christi alle männlichen Kinder von unter 2 Jahren hat ermorden lassen, oder nicht? Jesus ist doch als Baby von seinen Eltern, also von seinem Stiefvater Josef und seiner Mutter Maria, nach Ägypten gebracht worden und erst nach einer bestimmten Zeit zurückgekommen. Ja, geboren in Nazareth, aber dann über Ägypten geflohen, um sich in Sicherheit zu bringen und dann zu einer bestimmten Zeit zurückgekommen und in Bethlehem aufgewachsen. Das ist doch die Geschichte von Jesus, oder nicht?
Das steht doch in der Bibel. Also haben doch die Römer selbst zu der Zeit schon die Juden verfolgt. Die haben ja damals auch Judäa besetzt gehabt. Ja? Die Juden haben niemals irgendwas regiert. Aber natürlich gab es auch damals in Judäa, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, Statthalter, Leute mit Macht. Die gab es damals, die gab es im Mittelalter, die gibt es heute, die wird es immer geben. Aber die eigentliche Macht dahinter ist die Macht, die wir mit diesem Buch doch probieren aufzudecken. Deswegen heißt das Buch ja hinter den Diktatoren den Drahtziehern auf der Schliche. Wir wollen ja nicht nur die Menschen aufdecken, die jedem in diesem Theater vorne auf der Bühne präsentiert werden, sondern wir wollen hinter die Kulissen schauen. Und dafür muss man eben ein wenig tiefer graben. Und manchen Leuten, auch manchen, die in meinen Videos kommentieren, gefällt das nicht. Die sind da nicht mit einverstanden. Die sagen, nein, nein, das kann ich, das kann ich. Warum? Weil es ihr Weltbild erschüttert. Weil es ihr Weltbild verdreht. Das ist genauso, wie wenn man jemanden zu Jesus Christus bringt. Wenn man ihm die Wahrheit erzählt über die Bibel. Auf einmal merken die Menschen, oh scheiße, ich habe ja was zu verlieren. Wenn ich jetzt Jesus Christus folgen will, dann muss ich ja alles Irdische aufgeben. Dann kann ich nicht mehr jedes Jahr den neuesten Porsche fahren und mit den dicksten Huren rumprotzen und so weiter und so weiter. Dann muss ich ja was aufgeben. So denken viele Menschen. Und genauso ist das in dieser Wahrheitsbewegung. Wenn man denen auf einmal Sachen präsentiert, die nicht in ihr Weltbild passen, dann wehren sie sich dagegen wie kleine Kinder. Dann strampeln sie und schreien sie und brüllen sie und schlagen um sich. Nee, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann verrutscht mein ganzes Weltbild. Alles, was ich mein ganzes Leben lang gelehrt habe, ist auf einmal anders. Ja, aber das ist so. Ja? Im Englischen gibt es diesen Ausdruck Screaming and Kicking. Und Tom Freske braucht das immer. Er sagt, als er aus dieser futuristischen Agenda rausgeholt wurde, dass er auf einmal begriff, was Futurismus ist und wer wirklich der Antichrist auf dieser Welt ist, ist er Screaming and Kicking da rausgekommen. Hat Jahre gedauert für ihn, um sich von dieser Lehre, die ihm jahrelang einindoktriniert wurde, loszusagen und die Wahrheit zu akzeptieren. Und das mit Leuten von Tom Fress, und da sind einige Leute auf meinem Kanal, die kennen ihn und die wissen, was für Arbeit der heute und die letzten Jahre leistet. Für den war es auch nicht leicht. Und für die meisten war es nicht leicht. Und ich schätze mal, für Victor hier war es auch nicht leicht. Oder? Nein, definitiv nicht. Also ich muss sagen, wir hatten, glaube ich, auch noch mal kurz, jetzt nicht in der Lesung drüber gesprochen, aber das ist ja auch manchmal so dieser Moment oder dieser Eindruck, den man oft vielleicht hat, wenn ich jetzt loslasse, ne, von dieser irdischen Welt oder einen Großteil davon, dann ist das wirkt das so als so ein Verlust. Aber im Grunde ja ist das auch so ähnlich, als wenn man mal den Boden oder den Füßen verliert und mal diese Vogelperspektive einnimmt. Mhm. Beziehungsweise nur dann hast du auch wirklich die Möglichkeit mal dazu. Und dann siehst du eigentlich auch erst die Zusammenhänge. Dann kannst du das ganze Bild erst begreifen. Na, wenn du im Wald stehst, dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht, das ist richtig. Und wenn du einen Baum verstecken willst, dann kannst du ihn am besten in einem Wald pflanzen, nicht wahr? Das ist richtig, genau. Und genau das tut die römisch-katholische Kirche auch. Das ist ihre ganze Doktrin. Ja? Sie versteckt die Bäume im Wald. Mit anderen Worten, sie vergräbt die Wahrheit so tief unter einem Berg von Lügen, dass man unglaublich viel Geduld haben muss und unglaublich viel graben muss, um der Wahrheit mal wirklich auf die Spur zu kommen. Es gab mal diesen Film, den gibt es eigentlich immer noch, aber ich weiß noch von früher, dass ich den mal gesehen hatte, der heißt The Life of Brian. Und in The Life of Brian ist ja nicht nur dieses eine Lied, was jeder kennt, ne? Always look on the bright side of life, sondern da ist auch eine Szene drin, wo er meint, ich weiß jetzt nicht, ob das, wo er da ans Kreuz genagelt ist oder was auch immer, das ist ja eine Parodie auf Jesus Christus, also in der Hinsicht natürlich ein absolut abgräulicher Film, aber es gibt auch einige interessante Szenen darin und die eine Szene ist, wo der eine Typ zum Beispiel sagt, du wirst geboren mit nichts, du stirbst mit nichts, also was hast du eigentlich in der Zwischenzeit verloren? Nichts. Wenn man da mal drüber nachdenkt, wir kommen nackt und ohne irgendwas auf die Welt und wir gehen nackt und ohne irgendwas auch wieder von dieser Welt. Also was haben wir denn in der Zwischenzeit vergart, was von uns ist? Spielt doch alles keine Rolle, weil wir sind gekommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Und da müsste man mal in einem tieferen Sinne drüber nachdenken und dann fällt es manchmal auch leichter, die Wahrheit zu akzeptieren, auch wenn es oftmals schwerfällt. Der Punkt ist nur, und den möchte ich eben zum Abschluss zu dieser Einleitung machen,
Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Ob sie dir gefällt oder nicht, das spielt für die Wahrheit keine Rolle. Es hat nur Auswirkungen für dich persönlich, ob du sie akzeptierst und danach lebst oder nicht. Ja? Und ich kann hier nur probieren, so viel wie möglich Wahrheit zu verbreiten. Deswegen habe ich diesen YouTube-Kanal damals überhaupt erst errichtet. Und natürlich bin ich damit gewachsen, weil früher habe ich ja nicht Videos gemacht. Das ist ja auch erst ein paar Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Aber es ist mein Drang, sich nach außen hin zu äußern und andere Menschen davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, die Dinge, vor allen Dingen die Bibel, anzuschauen und anhand der Dinge, also der Bibel, anhand der Bibel die Geschichte zu studieren, weil wir in unserer Geschichtslehre, in der Schule und Universität, im Fernsehen und Zeitungen, Zeitschriften, Büchern niemals die wahre Historie gelehrt kriegen. Es gibt ein paar Bücher, die das tun. Ein Buch davon ist zum Beispiel das, was wir jetzt hier gerade lesen, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Nur warum gibt's das Buch denn nicht in Deutsch? Oder warum gibt's es bis jetzt nicht in Deutsch, bis Victor sich da dran setzt und das Buch übersetzt? Ja. Ich habe in der Woche einen anderen Bruder in Christus kennengelernt, der hat sich bereit erklärt, das Mammutwerk von Henry Grattan Guinness, Romanism and the Reformation, zu übersetzen ins Deutsche. Da freue ich mich unglaublich drauf, weil sobald ich das in den Fingern kriege, lasse ich alle anderen Projekte fallen und dann stürze ich mich da drauf und das wird gelesen. Das ist das Buch, von dem ich immer gesagt habe, neben der Bibel ist das ein Buch, was jeder bibelgläubige Christ kennen sollte. Romanism and the Reformation von Henry Grattan Guinness von 1888. 400 Seiten dicker Schinken. Aber der Maximilian hat sich bereit erklärt, das zu übersetzen und hat damit schon angefangen und das sieht sehr gut aus, soweit. Und das sind einfach wichtige Dinge, weil man im Mainstream solche Dinge nicht gegenkommt, nicht trifft. Aber jetzt war es lang genug, jetzt möchte ich gerne weiterlesen in dem Buch. Wir hatten gestoppt in dem PDF auf Seite 4, ganz unten. Wir hatten gelesen, was die was diese Veröffentlichung hier schreibt über die, wie heißt das noch, über die Protokolle von Zion, ja, eine Kopie aus The Catholic Gazette, das ist ein kleines bisschen zu groß hier, von The Catholic Gazette von 36, also 1936, von The Catholic Missionary Society in London, und da hat der Autor uns dann erzählt, was da alles über die Protokolle von Zion drinsteht. Und zum Schluss sagt er: Wenn all dies, was wir jetzt gerade eben gelesen haben, wenn das umgekehrt wird, dann erscheint das Folgende. Und da lesen wir: Solange der Papst in Rom auf seinem Thron sitzt, ist die Welt in Sicherheit. Tja, ist die Welt in Sicherheit? Vor wem? Frage ich mich dann. Ja? Weil wenn der Papst auf seinem Thron sitzt, dann sitzt der Antichrist auf seinem Thron. Dann ist die Welt in Sicherheit vor wem? Muss man sich die Frage stellen. Die Jesuiten sind keine Geheimorganisation, liest man weiter, beziehungsweise Geheimgesellschaft, sondern alles, was sie tun, ist offen und ehrlich. Das ist nicht wahr, weil die wirkliche Funktion der Jesuiten ist nur den Eingeweihten bekannt oder denjenigen, die den Orden studieren, die zum Beispiel so Dinge kennen wie die Monita Secreta, die so Dinge kennen wie die Verfassung der Jesuiten, die so Dinge kennen wie den Schwur der Jesuiten. Aber wer das nicht kennt und geht einfach nur auf eine offizielle Webseite der Jesuiten und informiert sich über den Orden, ja, der kann wirklich glauben, dass sie offen und ehrlich sind. Sie sind jedoch die einzige Organisation, die die Macht des Bösen in der Welt besiegen kann. Wie kann denn das Böse besiegen? Freiheit und Unabhängigkeit sind bloße Darstellungen des Guten. Protestanten haben unwissentlich geholfen, alle Übel in unsere gegenwärtige Welt zu tragen. Ja, Übel aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, ne? Denk mal an den Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Aus 1864. Das protestantische England will die katholische Kirche zerstören. Nein, das protestantische England will in seinem eigenen Land ohne katholischen Einfluss leben und die katholische Kirche in England raushaben, rausschmeißen, das ja. Aber England will die römisch-katholische Kirche nicht zerstören. Das tut unser Herr Jesus Christus schon, wenn er kommt. Alles, was in Spanien und Mexiko passieren kann, ist Teil eines Komplotts gegen die katholische Religion. Ja?
Ist das so? Da sollte man mal berücksichtigen, dass in Mexiko 2018 ungefähr 94% der Bevölkerung katholisch sind. Also den Komplott, der da in Mexiko irgendwas ausrichten kann, den möchte ich gerne nochmal sehen. Die Reformation war das Werk der bösen Verschwörer Calvin und Luther oder Calvin und Luther, wurden von ihnen finanziert, um die katholische Kirche zu stürzen. Ja? Also, wurden von wem finanziert, um die katholische Kirche zu stürzen? Von den Juden? Das ist doch mal eine interessante Frage. Von wem wurden die denn finanziert? Luther wurde lediglich finanziert und unterstützt von dem Kurfürsten von Sachsen. Ja? Und zwar die ganze Zeit, weil er 25 Jahre unter dem Kirchenbann lebte und der Kurfürst von Sachsen ihn die ganzen Jahre über beschützt hat. Und der war kein Jude. Und Calvin war auch kein Jude. Die Freimaurer sind mit Satan gegen die katholische Kirche verbündet. Naja, da will ich jetzt mal gar nicht so allzu viel gegen sagen. Die Freimaurer sind halt nur ein anderer Arm der jesuitischen, der Jesuiten, also des Jesuitenordens. Diejenigen, die sie nicht mit der katholischen Kirche kriegen, die kriegen sie über die Freimaurer. Die Freimaurer sind mit Satan gegen die katholische Kirche verbündet? Nein, weil schlussendlich sind die Ziele der Freimaurer und der katholischen Kirche dieselben, weil sie beide unter der Kontrolle des Generals der Jesuiten liegen. Und der ist, genau wie der weiße Papst, ein Vertreter Satans auf Erden. Nicht allen Priestern ist zu trauen. Nee, ich würde sogar sagen, keinem einzigen Priester ist zu trauen. Liberale katholische Priester dienen nur dem Werk des Teufels. Ja, das ist typisch römisch-katholische Doktrin. Deswegen verfolgen sie auch in den Ländern, wo sie anfangen, die Protestanten zu verfolgen. Da verfolgen sie auch immer erst liberale katholische Priester, nämlich die katholischen Priester, die meinen, dass man mit den Protestanten doch zusammenleben könnte und die nicht die tödliche Doktrin des Konzils von Trient verfolgen. Ja? Liberale katholische Priester dienen nur dem Werk des Teufels. Also, da würde ich mal sagen, liberale katholische Priester dienen auf keinen Fall dem Werk der römisch-katholischen Kirche. Die will keine liberalen Priester haben. Die katholische Kirche ist mit schändlichen Verleumdungen konfrontiert worden, ihre Geschichte wurde beschmutzt und ihre edelsten Aktivitäten sind in Ungnade gefallen. Ihre edelsten Aktivitäten. Nun hilf mir doch mal eben, Viktor oder sonst jemand, und sag mir, was sind denn bitteschön die edelsten Aktivitäten der römisch-katholischen Kirche? Ich kenne keine einzige, muss ich da mal ganz ehrlich beisagen. Fällt dir irgendwas ein, Viktor? Nee, ich glaube, wir hatten da auch schon mal ganz kurz in den letzten Lesungen zu mir da, oder hattest du schon mal was dazu erwähnt, aber mir fällt da auch nichts zu ein. Vielleicht jemand in den Kommentarbereich vielleicht was dazu schreibt. Ja, also ich kenne keine edle Aktivität der römisch-katholischen Kirche. Und sie wird mit schändlichen Verleumdungen konfrontiert. Ja, welche schändlichen Verleumdungen denn zum Beispiel? Die sodomitische Agenda der Priester? Die pädophile Agenda der Priester und der römisch-katholischen Kirche, das sind keine schändlichen Verleumdungen, sondern das ist das Wahrlegen der Freiheit. Ja? Und deswegen, sagen sie hier, ist die römisch-katholische Kirche auch wegen ihrer edelsten Aktivitäten, die beschmutzt werden, in Ungnade gefallen. Die Praktiken der katholischen Kirche sind nicht nur veraltet, sondern auch Zeitverschwendung. Und dem gebe ich größtenteils recht. Nur wenn die Katholiken sich schämen, die Gebote der Kirche zu bekennen und ihren Geboten zu folgen, werden wir die Ausbreitung der Revolte und des falschen Liberalismus erleben. Die katholische Kirche ist der große Beweis methodischer Arbeit und moralischer Lehren. Sie behandelt ihre Kinder anständig und wird sich niemals satanischen Verlockungen beugen. Ja, so kann man natürlich dieses Papier auch lesen, aber das ist ja nun eine der größten Lügen überhaupt, die ich bis jetzt gelesen habe hier. Die katholische Kirche ist der große Beweis methodischer Arbeit, das stimmt. Und moralischer Lehren, ja, aber der Moral, die vergleichbar ist mit der Moral von Alfonso Liguori. Alfonso Liguori, der Morallehrer der Jesuiten. Beschäftigt euch mal damit. Und das ist eben das, was sie wirklich ist, weil die Moral der Jesuiten ist keine Moral im biblischen Sinne und keine Moral im Sinne von, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, Otto Normalverbraucher. Sie behandelt ihre Kinder anständig, na, also da will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Und wird sich niemals satanischen Verlockungen beugen? Ja, die römisch-katholische Kirche ist die Kirche Satans. Die katholische Kirche ist der einzige Verfechter der Moral. Ja,
Wenn man natürlich die Moral an dem Teufel misst, dann ist das richtig. Der einzige Verfechter der sozialen Ordnung, des Glaubens, Patriotismus und Würde. Die katholische Kirche ist die einzige Institution, die im Weg des Antichristen stand und immer im Weg stehen wird. Nein, die katholische Kirche ist die Institution, die den Antichristen hervorgebracht hat, heute noch präsentiert und bis in alle Zukunft, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, den Antichristen auch wirklich stellen wird. Genau das wird in allen katholischen Schulen gelehrt. Das, was wir gerade eben gelesen haben. Ja? Die katholische Kirche ist der einzige Verfechter der Moral, großer Beweis methodischer Arbeit, sie ist mit Verleumdung konfrontiert und alles, was wir gerade eben hier gelesen haben, in diesem letzten Teil, das wird in katholischen Schulen gelehrt. Die katholische Kirche ist die Gute und alles andere ist der Schlechte. Jede Klausur und Mission, die Priestern und Laien gegeben wird, beginnt mit St. Ignatius' Bild von die zwei Lager. Die katholische Seite wird auf einem Hügel von Gott geführt und eine Kombination aus Protestanten, Juden, Freimaurern, Kommunisten, Sozialisten und Atheisten auf der anderen Seite des Berges wird von Satan geführt. So stellen sie sich wirklich gerne dar. Und all das findet sich wieder in Vater Coughlins Social Justice Magazine. Ja? Vater Coughlin, da habe ich hier eine ausgebreitete Fußnote zu gemacht, also eine ausgebreitete Notiz dazu genommen und die wollen wir uns dann mal eben anschauen und durchlesen. Was ist das denn jetzt hier? Jetzt geht das hier nicht richtig auf. Junges, was ist das denn hier? Über Vater Coughlin. Ja? Ja, ganz komisch, dass das hier jetzt nicht so aufgeht, wie es aufgehen soll. Meine Fresse nochmal. Also manchmal spinnt der Computer ein bisschen, dafür meine Entschuldigung hier. Ein Zitat aus Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Das Buch habe ich ja auch gelesen auf meinem Kanal und das findet ihr in der Abspielliste Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Auf Seite 108 steht hier, Zitat, denn, und das ist eine historische Tatsache, die christliche Front, eine sich gegen die US-Intervention stellende katholische Bewegung, wurde von dem Jesuitenpater Coughlin, Charles Edward Coughlin, der lebte von 1891 bis 1979, einem notorischen Hitler-Sympathisanten geleitet. Diese fromme Organisation war bestens ausgestattet und kam aus Berlin vom Goebbels-Ministerium und bekam aus Berlin vom Goebbels-Ministerium vorbereitetes Propagandamaterial in Hülle und Fülle. Sein Blatt Social Justice, ja, soziale Gerechtigkeit, über das wir hier jetzt gerade eben sprechen, und Rundfunksendungen erreichte Hakenkreuzapostel und Jesuitenpater Coughlin eine breite Öffentlichkeit. In den wichtigsten städtischen Ballungszentren, also in den Vereinigten Staaten, betreute er außerdem geheime, nach den Methoden der Söhne Loyolas geführte und von Nazi-Agenten ausgebildete Kommandozellen. Das ist Vater Coughlin, Jesuitenpater. Ja? Und all das, was wir gerade eben gelesen haben, findet sich wieder in Vater Coughlins Social Justice Magazine. Also, soziale Gerechtigkeit. Ja? In der Ausgabe vom 5. Februar 1940 zum Beispiel wiederholt er, dass die katholische Kirche die ideale christliche Front ist und verkündet, dass alle, die dagegen sind oder nicht dafür sind, zur antichristlichen Gruppe gehören, die bald inkarniert in Person des Antichristen selbst erscheinen. Er sagt, Zitat, christliche Führung von sozialen Angelegenheiten durch Laien ist zu verurteilen. Ende Zitat. In derselben Ausgabe schreibt ein Sonderkorrespondent seiner Zeitschrift in Rom einen Artikel, dass die, Zitat, einzige Hoffnung des christlichen Europa in Rom liegt. Ende Zitat. Ja, dafür muss man natürlich wieder mal verstehen mit dem christlichen Europa, dass hier natürlich immer das katholische Europa gemeint ist. Ja? Die römisch-katholische Kirche versteckt sich unter dem Mantel des Christentums. Wenn die in irgendeiner Publikation von christlich sprechen, dann ist das, weil sie damit katholisch meinen. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wenn wir hier christlich lesen, dann sprechen wir nicht von einem christlichen Europa im Sinne der Bibel.
die einzige Hoffnung eines katholischen Europas liegt in Rom. So macht der Satz Sinn. Europa kann nur durch die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches gerettet werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den der Autor hier sagt. Ich lese ihn aber erstmal eben ganz zu Ende. England, das mehr als jedes andere Land jetzt den neo-jüdischen, antikatholischen Geist vertritt, wird von Deutschland und Italien zerstört werden. Das ist ja nicht passiert im Zweiten Weltkrieg. Aber dieser erste Teil des Satzes, wo ich auch eine Note zugenommen habe, die wir gleich lesen werden. Europa kann nur durch die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches gerettet werden. Wann ist denn das Heilige Römische Reich kaputt gegangen? Als die Reformation kam, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg genagelt hat und der römisch-katholischen Kirche den Krieg erklärt hat und den Leuten deutlich gemacht hat, dass sie keinen König in Rom akzeptieren müssen, sondern dass der einzige König, den sie haben, Jesus Christus ist. Ja? Europa kann nur durch die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches gerettet werden. Was habe ich denn dazu geschrieben als Kommentar? Ha! Das ist doch die Europäische Union heute, das Heilige Römische Reich. Und wir erinnern uns gerne daran, dass Antichrist Papst Leo XIII. Dem deutschen Kaiser befahl, Deutschland müsse das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden. Wo habe ich das her? Das ist ein Zitat aus dem Buch »Die verborgene Geschichte der Jesuiten«. Und da wird es zitiert aus den Memoiren des Kaisers selber, dass er ein Treffen hatte mit Antichrist Papst Leo XIII. Und dass bei diesem Treffen der Papst dem Kaiser gesagt hätte, er wolle, dass Deutschland das Schwert der römischen Kirche in Europa würde. Und dazu haben sie den Ersten Weltkrieg gebraucht und dazu haben sie den Zweiten Weltkrieg gebraucht. Oder die beiden Kriege zusammengefasst, den zweiten 30-jährigen Krieg in Europa. Europa kann nur durch die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches gerettet werden. Des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, hieß es im Mittelalter. Ja? Und das regiert wurde von Karl dem Großen Anfang 800 bis zum Ende der Napoleonischen Kriege 1806. 1000 Jahre. Das tausendjährige Reich. Wollte Hitler nicht auch ein tausendjähriges Reich? Warum? Er wollte die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches aus dem Mittelalter. Eben wieder ein tausendjähriges Reich. Seins hat gerade mal 12 Jahre gehalten. In einem anderen Teil der Ausgabe werden liberale katholische Priester wie Monsignore John A. Ryan als Söldlingskleriker bezeichnet, bezahlt von linken revolutionären Gruppen. Gegen Ende ist ein Fragebogen, der 20 Antworten beinhaltet, die darauf abzielen, eine Umfrage von seinen Lesern zu sichern, die die Demokratie verurteilen wird. Obwohl die Protokolle von Zion bereits 1903 in Russland veröffentlicht wurden, hatten sie ihren Ursprung in Frankreich und entstammten der Dreyfus-Affäre, deren Hauptanstifter die Jesuiten waren. Über die Dreyfus-Affäre habe ich ausführlich in dem Buch »Die verborgene Geschichte der Jesuiten« gesprochen und hab's erklärt und aufgedeckt, dass die ganze Dreyfus-Affäre nur dazu gedient hat, um Antisemitismus vor allen Dingen in Frankreich und auch im angrenzenden Deutschland damals zu säen. Den Antisemitismus, der später, spätestens im Dritten Reich, aufgehen sollte. Ja? Obwohl die Protokolle in Russland veröffentlicht wurden, hatten sie ihren Ursprung in Frankreich und entstammten in der Veröffentlichungsphase der Dreyfus-Affäre. Und diese Dreyfus-Affäre, deren Anstifter waren die Jesuiten. Sie wurden auch deshalb zuerst in Frankreich publiziert, um den Sturz der jüdischen Freimaurerregierung in der Französischen Republik zu dienen. Wir dürfen ja nicht vergessen, Frankreich wurde im 19. Jahrhundert hauptsächlich als Republik regiert. Und hier meint der Autor eben, dass es eine jüdische Freimaurerregierung war aus Sicht der römisch-katholischen Kirche nach der Französischen Revolution 1789, die natürlich gemacht wurde durch die Illuminaten. Ja. Durch die Aufdeckung des gigantischen Betruges von Leo Taxil, der offen von den Jesuiten unterstützt worden war,
Der Abschluss des französisch-russischen Bündnisses und die Schwierigkeiten des Vatikans mit der damaligen französischen Regierung zu der Zeit erschien es für die Verfasser aber passender, dass sie zuerst offiziell in Russland auftauchten. Also wir sprechen immer noch über die Protokolle von Zion. Eben wegen der Aufdeckung des gigantischen Betrugs von Leo Taxil. Und darüber sprechen wir in Kapitel 3 von diesem Buch. Ich weiß jetzt eben nicht den Titel auswendig. Was ist das, die merkwürdige Geschichte von Leo Taxil oder wie haben wir das genau getitelt? Richtig. Ja. Eine sehr interessante Person, der Leo Taxil. Und da werden wir dann nächstes Mal drüber lernen. Und da haben sie halt gedacht, das ist besser, das erstmal in Russland zu bringen, als das jetzt aus Frankreich zu bringen. Diese Protokolle der angeblichen jüdischen Führer sind nicht die ersten Dokumente ihrer Art, die von den Jesuiten angefertigt wurden. Vor mehr als 100 Jahren, bevor die Protokolle aufkamen, also wir sprechen vom Anfang des 18. Jahrhunderts oder sogar Ende des 17. Jahrhunderts, hatten die Jesuiten einen ähnlichen Betrug, genannt die Geheimnisse der Ältesten von Bourgfontaine, gegen den Jansenismus begangen. Eine französisch-katholische Anti-Jesuitenbewegung unter dem weltlichen Klerus. Die Analogie zwischen den beiden Fälschungen ist absolut perfekt. Die geheime Versammlung im Wald von Bourgfontaine, der Plan der, zwischen Anführungszeichen, Verschwörer, das Papsttum zu zerstören und religiöse Toleranz unter allen Nationen zu etablieren, die angebliche Verschwörung gegen Thron und Altar und die Errichtung einer Weltregierung gegen die katholische Kirche. Ich habe hier den Satz religiöse Toleranz unter allen Nationen eingefärbt, weil ich da eine Not dazu genommen habe. Weil genau das ist komischerweise ebenso das Ziel der römisch-katholischen Kirche. Religiöse Toleranz unter allen Nationen. Das ist doch seit 1963 und dem Start des Zweiten Vatikanischen Konzils die Politik der römisch-katholischen Kirche. Die ökumenische Politik. Schaut euch nochmal meine Lesung an, das Buch Alle Wege führen nach Rom. Oder meine Lesung auch, die teilweise damit drin sind in der Abspielliste von Luther 2017. Da gibt es auch interessante Dinge zu diesem Thema. Aber religiöse Toleranz unter alle Nationen zu etablieren, das wird hier bei den Verschwörern von Bourgfontaine unterstellt. Und genau das ist doch das, was die sogenannten zionistischen Protokolle oder der Weisen von Zion auch wollen. Ja, eine religiöse Toleranz unter allen Nationen. Und das sind eindeutig die Ziele der römisch-katholischen Kirche. Es gibt die gleiche Dramatisierung des negativen Pols der historischen Entwicklung der Welt, um im Gegensatz dazu den positiven katholischen Pol hervorzuheben, um den sich alle konservativen Kräfte drehen. Die Monarchie, die Aristokratie, die Armee, der Klerus. Alles muss sich versammeln, um die Welt vor Satans Angriff zu retten. Wertet man daher die Ziele, die durch diese Protokolle von Zion erreicht werden sollen, mit den zu verwendenden Mitteln aus, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass nur diejenigen als Urheber in Frage kommen, welchen diese Fälschungen zum Vorteil dienen. Hiermit endet auch das Kapitel in dem Buch. Wir gehen gleich über in einen Anhang. Aber dieser letzte Satz, der war ein bisschen schwierig, um den aus dem Englischen richtig zu übersetzen. Da muss man mal ganz deutlich drüber nachdenken. Wenn wir die Ziele, die mit diesen Protokollen von Zion erreicht werden sollen, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, auswerten, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass nur diejenigen als Urheber dieser Protokolle in Frage kommen, welchen diese Ziele zum Vorteil dienen. Also, es hat doch nur Sinn, diese zionistischen Protokolle zu veröffentlichen und dann auch noch, wie wir gesehen hatten, in einer katholischen Zeitschrift von einem katholischen Herausgeber. Das hat doch nur Sinn, wenn wir wissen, wer erreicht denn sein Ziel damit, wenn er eine solche, zwischen Anführungszeichen, Verschwörung der Juden, wenn er die preisgibt. Das ist doch nur einerseits die römisch-katholische Kirche als Nutznießer, und andererseits der Jesuitenorden, der sich geschworen hat, alles zu tun, was in seiner Macht steht, um dafür zu sorgen, dass die römisch-katholische Kirche am Ende der Gewinner ist. Ihr erinnert euch, dass der Zweck heiligt die Mittel.
Der Zweck heiligt die Mittel, dass am Ende die römisch-katholische Kirche der Gewinner ist. Dafür sind alle Mittel recht, um dafür zu sorgen, dass das im Endeffekt so ist. Und wenn die römisch-katholische Kirche durch Einsatz der Jesuiten, die diese Protokolle in die Welt setzen und damit die Juden diffamieren und damit dafür sorgen, dass der bereits geschürte Antisemitismus in Frankreich und der beginnende Antisemitismus in Deutschland geschürt werden und eine Feindschaft gesät wird zwischen Juden und Franzosen und Juden und Deutschen und vor allen Dingen den deutschen Protestanten, dann wird man dafür sorgen, das, was Paulus im 11. Kapitel der Römer in Vers 11 gesagt hat, nicht in Erfüllung geht. Nämlich, dass die Juden, die gereizt werden sollen zur Eifersucht durch die Protestanten. Wenn ich aber zwischen den Protestanten und den Juden Feindschaft sähe, dann gelingt das nicht. Und damit ist die Kirche am Ende der Gewinner dieser ganzen Aktion, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Es ist, ich wiederhole das nochmal, genau wie mit dem Eid der Jesuiten. Man muss diesen Eid noch nicht mal für ernst nehmen. Man muss sich nur mal angucken, was da drin steht. Und dann muss man sich die Handlungen angucken der Jesuiten, die abgelaufenen 500 Jahre. Und wenn man dann ihre Taten sich anschaut, dann brauche ich den Eid noch nicht mal, um zu sehen, dass alles, was sie getan haben, genau dem entspricht, was in dem Eid drin steht. In unserer Welt, in der wir heute leben, läuft alles auf eine Agenda hinaus, die die Ziele hat, die auch in den Protokollen der Weisen von Zion vermeldet sind. Das Problem ist nur, dass die Ziele dieser Weisen von Zion genau dieselben Ziele sind wie die der Jesuiten. Nur verschanzen sich die Jesuiten hier hinter den Juden und geben diese Protokolle raus. Weil wenn die Jesuiten das offiziell machen würden, dann würde ja jeder anfangen, die Jesuiten zu hassen. Und dann würde jeder anfangen, sich Fragen zu stellen bei der römisch-katholischen Kirche, weil die Jesuiten ja der militärische Arm der römisch-katholischen Kirche sind. Das geht ja nicht. Also brauchen sie, ich sag mal, diejenigen, die den Schock abfangen. Die Frontmänner. Sie brauchen einen Geschäftsführer für ihre Firma, wie ich das vorhin gesagt hatte. Ja? Wenn ich der Eigner bin und ich setze einen Geschäftsführer ein, die römisch-katholische Kirche ist der Eigentümer der Firma und setzt die Juden als Geschäftsführer ein. Die werden dann die ganze Last und den ganzen Dreck aufnehmen müssen und werden das verarbeiten müssen und die römisch-katholische Kirche ist fein raus. Wie gesagt, dieser letzte Satz, ganz, ganz wichtig. Wertet man daher die Ziele, die durch diese Protokolle von Zion erreicht werden sollen, mit den zu verwendenden Mitteln aus oder mit den zur Verfügung stehenden Mitteln aus, wie wir es hier mit der Analyse gemacht haben, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass nur diejenigen als Urheber dieser Protokolle in Frage kommen, welchen diese Fälschung zum Vorteil dienen. Dient diese Veröffentlichung der Protokolle der Weisen von Zion denn den Juden? Hat denen das irgendetwas Positives gebracht? Ich denke nicht, oder? Hast du noch mal einen Kommentar, Viktor, über das bis jetzt Gelesene und Besprochene? Also an sich, nee, muss ich sagen, hast du das sehr gut aufgeschlüsselt und ja, ich für mich auch verständlich, dann auch in deinen Worten, soweit ja, man auch das mit der Brille der Bibel auch betrachtet, dann ja, wiedergegeben. Sehr schön. Ja, man sollte nie vergessen, es durch die Brille der Bibel zu sehen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, wie ihr gesehen habt, haben wir in diesem Schreiben noch einen Anhang. Und deswegen nehme ich hier jetzt mal eben ein anderes Bild mit rein in das Video. Jesuit Polemicist Augustine Barrill, the father of Jewish conspiracies. Ja, also der jesuitische Polemist Augustine Barrill, der Vater der jüdischen Verschwörung. Ich lese jetzt nicht oder übersetze jetzt nicht, was hier drin steht, weil da kommen wir jetzt in dem folgenden Anhang dazu. Wer war Augustin Barruel? Augustin Barruel hat gelebt zwischen 1741 und 1820. Der Jesuitenpriester und Anti-Aufklärungspolemiker Abbé Augustin Barruel war der erste einflussreiche Verschwörungstheoretiker der Moderne. Geboren und aufgewachsen in der Kleinstadt Villeneuve-de-Berg, im Südosten Frankreichs, wo sein Vater Regierungsbeamter war,
wurde er in einer jesuitischen Einrichtung ausgebildet und verpflichtete sich als junger Mann dem Orden beizutreten. Als die Gesellschaft Jesu 1764 aus Frankreich ausgewiesen wurde, ging Baruel nach Deutschland, wo er seine Ausbildung als Jesuit fortsetzte und die heilige Weihe ergriff. Warum wurde die Gesellschaft Jesu 1764 aus Frankreich ausgewiesen? Weil das ist ein ganz interessanter Punkt, den wir hier jetzt natürlich nicht in aller Breite besprechen können. Aber damals, 1762, kam es in Frankreich zu einem Gerichtsverfahren, bei dem ein Jesuit von seinem Orden kaputt gemacht werden sollte und der zu seiner Verteidigung sich darauf berufen hat, dass alles, was er getan hätte, weil da ging es um Schulden, die er bezahlen musste, dass alles, was er in seinem Handel getan hätte, er nur getan hätte, weil er sich auf die Verfassung der Jesuiten berufen hat. Und da hat das Gericht die Jesuiten verpflichtet, ihre Verfassung öffentlich darzulegen in dem Fall. Und damals mussten die Jesuiten Farbe bekennen und haben die Konstitution offengelegt. Und weil auf einmal diese teuflische Verfassung der Jesuiten bekannt wurde, wurden sie schnurstracks danach aus Frankreich verbannt. Sie wurden verboten im Jahre 1764. Ja? Und daraufhin ging der Baruel nach Deutschland, wo er die heilige Weihe ergriff. Nach der allgemeinen Niederschlagung des Jesuitenordens 1773, ja, das ist also das Verbot, das wir kennen von Antichristpapst Clemens dem 14., kehrte er nach Frankreich zurück, wo er seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer verdiente und einen Ruf als führender Satiriker und Kritiker der Philosophen erhielt. Baruels erstes Hauptwerk, provinziell-philosophische Briefe von 1784, versuchte, den rhetorischen Witz der Philosophen gegen sie zu wenden, indem er die vermeintlichen Irrtümer des aufklärerischen Rationalismus in einem pikanten, ironischen Stil aufdeckte. 1788 übernahm er die Redaktion der Zeitschrift Journal Ecclesiastique, einer weit verbreiteten Zeitschrift, die nach 1789, also nach der Französischen Revolution, heftig gegen die antireligiöse Unterdrückung und Gewalt der revolutionären Kräfte polemisierte. Im September 1792 floh Baruel, nachdem er sich geweigert hatte, den weltlichen Eid des Klerus anzunehmen, nach England, wo er die nächsten 10 Jahre verbrachte. Über den weltlichen Eid des Klerus habe ich hier einen Wikipedia-Link rausgesucht, den könnt ihr euch gerne anschauen. Wenn das PDF hier veröffentlicht wird, dann sind ja all diese Links da drin und dann könnt ihr das selbst anklicken. Ich gehe da jetzt nicht so weit drauf ein, aber in Frankreich hatte man damals im Nachzug der Französischen Revolution, wo man die römisch-katholische Kirche ja, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, entmachtet hatte, offiziell zumindest, in Frankreich alles zivilisiert, in der Hinsicht, man hat alles dem Staate übergeben, ja, man hat dafür gesorgt, dass die Kirche verstaatlicht wurde und die römisch-katholische Kirche verstaatlicht wurde und jeder, der in der römisch-katholischen Kirche einen Posten hatte, der etwas zu bedeuten hatte, nämlich Priester, Bischof und so weiter, musste einen Eid ablegen auf die Verfassung des Landes. Also, und das ist natürlich etwas, was die römischen Katholiken nicht so gerne tun, weil sie haben ja bereits einen Treueeid zu ihrem Papst und der römisch-katholischen Kirche abgelegt. Aber darüber könnt ihr euch gerne informieren, wenn ihr in Wikipedia Zivilverfassung des Klerus lest, die Seite. Und das war halt für Baruel ein Ansporn, um nach England zu gehen, weil er eben diesen Eid nicht leisten wollte. Während dieser Zeit in England schrieb Baruel seine mit Abstand bedeutendste und erfolgreichste Arbeit, Memoiren zur Geschichte des Jakobinismus zwischen 1797 und 1803. Dieses umfangreiche, 5-bändige Werk soll zeigen, dass die Französische Revolution der Höhepunkt einer langjährigen geheimen Verschwörung war, angeführt von einem Bündnis zwischen den Philosophen, den Freimaurern und den bayerischen Illuminaten. Also, hier hat Baruel die Politik der Jesuiten öffentlich gemacht. In seinem Werk über die Geschichte des Jakobinismus spricht er von einem Bündnis zwischen den Philosophen, wie zum Beispiel Voltaire, Jesuiten geschult, den Freimaurern und den bayerischen Illuminaten, die ja gegründet wurden als die
Jesuiten 1773 verboten wurden, wurden 1776 die Illuminaten aus Bayern, Ingolstadt, Adam Weishaupt gegründet. Die neue Frontorganisation, in der sich die Jesuiten in der Zeit ihres Verbots bis 1814 versteckt hatten, deswegen gibt es die Illuminaten immer noch, die haben sie ja deswegen nicht aufgelöst, das ist eine andere Sache, aber sie waren damals nur über die Freimaurerei und die Illuminaten aktiv. Über die Freimaurerei, ah ja, sie hatten ja Napoleon, der übrigens in Korsika geboren war. Und warum war das so wichtig, oder ist das so wichtig zu verstehen, dass Napoleon in Korsika geboren wurde? Als die Jesuiten 1773 vom Papst verboten wurden und ausgewiesen wurden aus verschiedenen Ländern, hauptsächlich auch aus Italien und aus Frankreich, da wurden sie verschifft und wollten mit diesen Schiffen in Italien landen und Italien hat sie nicht reingelassen. Die haben gesagt, wir wollen die nicht hier. Und abgesehen davon, dass einige Schiffe mehr oder weniger Schiffbruch erlitten hatten und viele Jesuitenpater untergegangen und gestorben sind, sind viele dann abgereist nach Korsika. Und auf der Insel Korsika haben sie dann Unterschlupf gefunden. Ist es dann so verwunderlich, dass knapp 20 Jahre später ein korsisch geborener Franzose kommt und sich als großer Kaiser von Frankreich aufspielt, den wir unter Napoleon Bonaparte kennen? Hä? Das ist ein Teil der Rache der Jesuiten. Aus Korsika kommt die Rache da. Aber fahren wir noch eben fort in dem Text. Obwohl der Text weitgehend widerlegt wurde, also von seiner Verschwörung über die Philosophen, Freimaurer und Illuminaten, entwickelte er sich schnell zu einem internationalen Bestseller, der den Ruhm und den Wohlstand seines Autors begründete. Baruels zentrales Anliegen blieb jedoch der Zustand der katholischen Kirche in seinem Heimatland Frankreich, zu dem er nach dem Aufstieg Napoleon Bonapartes 1802 zurückkehrte. Seine Betonung des Gehorsams gegenüber dem Papst brachte ihm sogar innerhalb katholischer Kreise Feinde und er wurde 1810 für 3 Wochen inhaftiert. Im Jahr 1815, nach der Wiederherstellung der Monarchie und Wiedererrichtung der Jesuiten in Frankreich, schloss sich Baruel dem Orden in Paris an, wo er enttäuscht von dem Ausmaß des Wiederaufbaus 1820 starb. Hier unten seht ihr eine Referenz, wo das rausgenommen ist, über das Werk von Shepard Wimmer, Silva, Augustin Baruel. Und hier steht natürlich jetzt nicht drin offiziell, dass er die Protokolle der Weisen von Sion geschrieben hat. Nein, darüber, wie sich das mit dem Jesuitenpater Augustin Baruel verhält und das Schaffen der Protokolle der Weisen von Sion, lesen wir in dem zweiten Anhang, der hier auf Seite 8 ist. Das sind die letzten 2 Seiten. Wir schließen jetzt eben nochmal ab mit hier, wo dann hier unten noch dran steht: Der französische Jesuit Abbé Baruel, der 1797 das 5-bändige Werk Die Memoiren zur Geschichte des Jakobinismus schrieb, erhielt 1806 eine Kopie eines Briefes von Armeeoffizier J.B. Simonini aus Florenz. Darin, in diesem Brief, hieß es, die Juden schwören sich, dass sie in weniger als einem Jahrhundert die Herrscher der Welt sein werden. Dieser Brief war in Frankreich weit verbreitet. Es wurde später offenbart, dass der Brief von der französischen Polizei erfunden worden war, um Napoleon auf die Juden zu hetzen. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, Napoleon hatte damals Pläne, die Juden nach Palästina zu bringen und dort bereits einen jüdischen Staat zu errichten. Komischerweise wurde das 130 oder 140 Jahre verschoben und man hat das dann 1848 gemacht. Wie es dazu kommt und was die Agenda dahinter ist, das werdet ihr erfahren, wenn ihr dranbleibt und im 4. Teil der Lesung über die Protokolle der Weisen von Zion, unserer Lesung aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, folgen bleibt. Dann werdet ihr Hintergründe erfahren, wie sie bis jetzt noch nicht viel besprochen wurden. Und wir werden Dinge besprechen, die ich teilweise schon besprochen habe in meinen Videos. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Kann ich auch nur jedem anraten, sich die Videos mal anzuschauen. Aber unsere Lesung aus dem Buch
hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Kapitel 2, die Protokolle der Weisen von Zion, endet hier und jetzt. Und ich überlasse Viktor es eben noch, um eine abschließende Bemerkung des Gelesenen und Gesagten für heute zu tun. Bitte schön, Viktor. Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Ja, war wieder mal eine sehr schöne Lesung mit dir. Hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, den anderen auch. Wieder einiges auch an Informationen dazugekommen, natürlich viele wieder mal auch schöne biblische Zusammenhänge aufgeschlüsselt. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und sage an dieser Stelle Tschüss. Ja, danke für deine Worte und ich mache es jetzt auch nicht mehr allzu lange. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte und ich freue mich zusammen mit euch auf den vierten Teil dieser Lesung, dieses Kapitels, das zwar, wie ihr gesehen habt, selber kein allzu großes ist, aber einen unglaublichen Wert und eine unglaubliche Fülle an Inhalt hat, wo man nicht so mal eben drüber hinweggehen kann. Und vor allen Dingen für meine deutschen Brüder und Schwestern, finde ich, ist dieses Buch Hinter den Diktatoren etwas, was wir studieren sollten. Und nicht vergessen, wir haben 12 Kapitel in diesem Buch und wir sind gerade erst beim zweiten angekommen. Und es wird noch sehr interessant, sicher in Bezug auf wirkliche deutsche Geschichte und in Bezug auf das, was uns in Deutschland an Geschichte offiziell gelehrt wird. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch hüten und schützen und begleiten und vor allen Dingen segnen auf all euren Wegen. Und nicht vergessen, lest eure Bibel. Maranatha.